Impfungen gehören zu den größten Errungenschaften der Medizin. Ein kleiner Stich schützt vor zum Teil lebensbedrohlichen Krankheiten. Und trotzdem, immer mehr Eltern lehnen Impfungen ab. Wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, ihn auch nicht gegen Masern, Mumps, Röteln impfen zu lassen und zu schauen, dass wir das mit gesunder Ernährung ihn da unterstützen. Ja. Wie gefährlich die sogenannten Kinderkrankheiten sind, wird oft unterschätzt. Dabei können sie sogar tödlich verlaufen. Der Arzt sagte, es tut uns sehr leid, das ist die späte Folge von Masern, die sogenannte SSPE. Und freuen Sie sich an jedem Tag, das Sie haben, denn er wird bald sterben. Trotz solcher Schicksale gibt es Ärzte, die Impfungen für gefährlicher erachten als die Krankheiten. Wenn alle wirklich genau dokumentiert würden, alle Nebenwirkungen, würden 50% der Eltern nicht mehr impfen. Verunsicherte Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen, auf der einen Seite, auf der anderen ein tödliches Risiko. Wir hatten auch in unserer modernen Medizin, mit einer tollen Intensivmedizin, die uns zur Verfügung steht, bei allen der letzten großen Masernausbrüche Todesfälle. Jedes Mal. Argumente, die bei Impfgegnern auf taube Ohren stoßen. Sie setzen Impfen mit Völkermord gleich. Wir haben es hier wirklich mit militanten Impfgegnern zu tun. Ja? Das sind teilweise grenzpsychotische Verschwörungstheoretiker. Streit ums Impfen. Ein gefährlicher Glaubenskrieg. Kleine Ben, das jüngste Kind von Familie Posch aus Wien-Meidling. Seine Eltern Karin und Michael wollen nur das Beste für ihr Baby. Das bedeutet viel Frischluft, gesundes Essen und einen Umstand, der Ben von den meisten anderen Kindern unterscheidet. Denn Ben soll nicht gegen Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps oder Röteln geimpft werden. Jetzt, wo halt der kleine Ben auf der Welt ist, haben wir uns natürlich auch vorher natürlich wieder intensiver mit dem Thema beschäftigt und ja, haben halt ein bisschen herumgegoogelt, nachgelesen, geschaut, was sind denn die Kinderimpfungen. Es gibt natürlich diese Impfkritiker oder Gegner, die sagen, alles ist schlecht, ja, oder jede Impfung ist quasi schlecht und ungesund. Und die Befürworter, die sagen, man ist halt als Elternteil total, wie sagt man da, unverantwortlich, wenn man halt das Kind nicht impft. Ja. Und da in dem Zwiespalt zu sein, das ist halt ein bisschen schwierig. Was macht man, was macht man nicht? Ja, darum schauen wir uns das genauer an und haben jetzt für uns mal beschlossen, dass wir den Ben vorerst mal nicht impfen lassen. Bens Bruder Mike hingegen ist geimpft. Der 12-Jährige hat alle Schutzimpfungen erhalten, die im Impfplan vorgesehen sind. Vor 12 Jahren habe ich mir jetzt noch nicht so stark die Gedanken darüber gemacht, welche Impfungen sinnvoll sind, welche man vielleicht auch weglassen kann. Vor allem, was ist auch drinnen in den Impfungen. Mike kommt von der Schule. Seine Eltern kochen Spaghetti. Vegan. Tomaten aus dem Garten, Kräuter aus dem Garten. Ein Ernährungsstil, für den sich die Familie entschieden hat, als sie vor einiger Zeit begann, die Sinnhaftigkeit von Impfungen zu bezweifeln. Selbst der Ausbruch von Masern im vergangenen Sommer änderte nichts daran. Die ablehnende Haltung gegenüber Schutzimpfungen hat sich verfestigt. Thema Masern, da denkt man natürlich immer dann genau drüber nach, wenn es wieder aktuell ist. Und jetzt war es erst aktuell im Sommer. Es ist halt eine Krankheit, die ausbricht, die du auskurierst, wenn du einen gesunden Körper hast. Und wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, ihn auch nicht gegen Masern, Mumps, Röteln impfen zu lassen und zu schauen, dass wir das mit gesunder Ernährung ihn da unterstützen. Ja. Angst vor den Kinderkrankheiten hat Bens Mutter nicht. Sie ist überzeugt, dass die Risiken einer Erkrankung überschaubar sind. Im Grunde ist es so, wie in der Schwangerschaft schon, wenn man ein Baby erwartet, dass man unzählige Untersuchungen halt macht, auch im Hinblick auf eine mögliche Behinderung, die das Kind vielleicht davonträgt. Und selbst dann muss man sich schon vorher der Konsequenzen bewusst werden. Was mache ich denn in dem Fall, wenn eine Behinderung vorliegt? Treibe ich ab oder kriege ich das Kind dann doch?
und ich glaube, so ist es halt auch bei Impfungen, dass ich sage, okay, ich impfe nicht, bin mir aber der Konsequenzen bewusst, was passiert, wenn sich das Baby mit Masern ansteckt, wenn der Kleine das kriegt, was mache ich dann? Ja. Die Ärztin und Impfexpertin Ursula Hollenstein weiß, was dann zu machen ist. So gut wie nichts. Die Möglichkeiten der Medizin bei einer ausgebrochenen Masernerkrankung sind äußerst begrenzt. Eine klassische virale Erkrankung, für die es kein kausales Therapeutikum gibt. Es gibt nicht wie bei Bakterien Antibiotika, die wirklich die Ursache bekämpfen. Es gibt kein Medikament gegen Masern. Natürlich kann man Symptome lindern, man kann Fieber senken, man kann im Fall einer Masernenzephalitis auch Krampfanfälle kopieren durch moderne Medikamente. Aber das ist alles nur ein Behandel der Symptome und nicht ein Behandel der Erkrankung selber. Und wir hatten auch in unserer modernen Medizin mit einer tollen Intensivmedizin, die uns zur Verfügung steht, bei allen der letzten großen Masernausbrüche Todesfälle. Jedes Mal. Micha Giesbrecht erkrankte an Masern, als er ungefähr so alt wie Ben war. Er war damals noch zu jung für eine Impfung. Sie hätte ihm das Leben gerettet. Micha starb vor 5 Jahren an SSPE, einer schweren Gehirnhautentzündung. Die gefürchtetste Komplikation einer Masernerkrankung. Micha war knapp 6 Monate alt und wir waren zu einer Routineuntersuchung beim Kinderarzt. Und 2 Wochen später bekam er Fieber und ein Ausschlag wurde sichtbar am Rumpf. Und dann haben wir uns erschrocken, weil ich wusste nicht, was das ist. Ne? Sind wir zum Kinderarzt und er war sehr erschrocken und sagte, oh mein Gott, Micha hat Masern. Und dann sagte er, im Moment grassiert bei uns in der Stadt eine kleine Epidemie. Micha wurde wieder gesund, scheinbar. Was Oksana Giesbrecht nicht wusste, das Virus hatte sich in das Gehirn ihres Kindes eingenistet. Anfangs blieb es unbemerkt. Erst im Alter von 6 Jahren veränderte sich Micha plötzlich. Zum Beispiel eine ganz normale Treppe im Haus. Und der lief sie ja immer mit Leichtigkeit hoch. Und jetzt auf einmal mittendrin fällt er nach hinten und stolpert. Ne? Oder er stockt mitten im Satz. Und weiß nicht mehr. Und das waren alles schon so kleine epileptische Anfälle. Er wachte auf und war ganz wach und sagte, ich sehe überall Käfer, Käfer. Er liebte Käfer, er hat sehr viele gesammelt, aber die waren überdimensional. Und er sagte, ich weiß, die sind nicht da, aber ich sehe sie trotzdem. Und das war für uns, wow, das ist nicht normal. Oksana Giesbrecht brachte ihren Sohn ins Krankenhaus. Die Diagnose war niederschmetternd. Der Arzt sagte, es tut uns sehr leid, das ist die späte Folge von Masern, sogenannte SSPE. Und es gibt keine Heilung. Und freuen Sie sich an jedem Tag, dass Sie haben, denn er wird bald sterben. Und es gibt keine Therapie dagegen. Nach dieser Diagnose hatten Micha und seine Familie nur noch wenige Monate, bis der Moment kam, als er nicht mehr auf seine Umwelt reagieren konnte. Auf einmal also Heiligabend war er schwerst behindert, ohne Lächeln, und zwischendurch hat er geweint. Es gab einen Tag, so im Februar, erinnere ich mich, er hat bitter geweint, ganzen Tag, und wir konnten nirgends beruhigen. Und so nachhinein denke ich schon fast, ich glaube, das war der Tag, wo er aufgehört hat, wirklich zu sehen, zu schauen, dass er sein Augenlicht verloren hat. Ich weiß nicht, weil er hat so geweint und danach schaute er schief. Also er schaute uns nicht mehr an, sondern schaute nach oben oder zur Seite. Und das sind die Momente, die mir jetzt auch noch sehr, sehr schmerzen. Also wo ich denke, wow, das war Verabschiedung jeden Tag aufs Neue. SSPE ist zwar weitgehend unbekannt, aber nicht selten. Eines von 600 Kindern, die im ersten Lebensjahr an Masern erkranken, erleiden diese Folgeerkrankung und sterben daran. Das Einzige, was diese Todesfälle verhindern könnte, wäre eine hohe Durchimpfung der Bevölkerung. Doch davon sind wir weit entfernt. Vor wenigen Wochen veröffentlichte das Gesundheitsministerium die Zahlen der Durchimpfungsrate bei Masern. Und die geben Grund zur Besorgnis. Während die erste Teilimpfung noch nahezu 95% der 0- bis 1-Jährigen initiiert bekommen und damit das Ziel eines Herdenschutzes eigentlich erreicht wäre, sind bei der zweiten Teilimpfung nur noch 81% dabei. Bei den 15- bis 30-Jährigen verfügen nur knappe 70% über einen kompletten Impfschutz.
Damit bleibt ein Herdenschutz oder gar die angestrebte Ausrottung der Masern unmöglich. Reinhard Mitter ist Kinderarzt. Mitter steht Impfungen nicht nur kritisch gegenüber, er rät den Eltern oft auch davon ab, auch bei der Masernimpfung. Über die zu 100% tödlich verlaufende SSPE zeigt er Wissenslücken. Also ich habe mich mit dem Thema wirklich nicht beschäftigt, habe keine Erfahrung. Aber wir wissen, dass bei fast jeder Krankheit, es Therapiemöglichkeiten gibt. Es gibt auch Spontanheilungen bei Krebs. Ja? Also warum sollte es nicht auch bei SSPE Möglichkeiten geben, den Verlauf zu verbessern, zu verzögern oder sogar zu heilen? Ich kann dazu konkret nichts sagen. Zu Reinhard Mitters Patienten gehört auch Familie Posch. Mitter bestärkt die Eltern in ihrem Entschluss, Ben nicht impfen zu lassen. Ja, wir haben uns natürlich schon vorab informiert zum Thema Impfen. Pros, Kontras, diverse Seiten durchgeforstet über Google. Und die einen sagen halt so, die anderen sagen so. Das ist schon schwierig, wenn man selbst jetzt kein Arzt ist, nicht vom Fach ist und eigentlich auch nur auf die Informationen angewiesen ist, die man halt zur Verfügung gestellt bekommt. Wir wissen, dass die meisten Ärzte also sagen, unbedingt impfen, das ist ganz wichtig und das ist der beste Vorsorge und so weiter. Aber trotzdem müssen die Eltern auch wissen, dass sozusagen die Impfungen eben so auch ein Risiko haben können. Wenn alle wirklich genau dokumentiert würden, alle Nebenwirkungen, würden 50% der Eltern nicht mehr impfen. Es wird immer sozusagen mit der Angst gearbeitet, dass diese Krankheiten wie Masern und so weiter, das ist jetzt besonders in Diskussion immer, gefährlich sind. Gefährlich sind alle diese Krankheiten eigentlich nicht. Sie haben ein sehr kleines Risiko für einen bleibenden Schaden. Ja. Der Rest, also über 99%, werden ganz normal gesund. Und jetzt komme ich zum zentralen Punkt. Wenn ich eine Infektionskrankheit, ob das Grippe, Masern oder sonst eine Erkrankung ist, richtig behandle, das heißt fiebern lassen an erster Stelle und eventuell naturheilkundlich homöopathisch zu unterstützen, die Selbstheilung, dann wird eigentlich jedes gesunde Kind gesund. Das muss schon wirklich ein Schicksalsschlag sein, dass ein Kind dann etwas bekommt. Selbst wenn sie eine Gehirnentzündung bekommen, heilt die in den meisten Fällen aus. Wichtig dabei ist allerdings, dass das Kind richtig behandelt wird, begleitet wird. Das heißt, unbedingt fiebern lassen, ja? Und natürlich auch naturheilkundlich die Selbstheilungskräfte stärkend begleiten. Gegen Reinhard Mitter wurde aufgrund seiner Anti-Impf-Propaganda ein Verfahren der österreichischen Ärztekammer eingeleitet. Dem Kinderarzt droht der Entzug der Berufsberechtigung. Das große Problem ist, dass viele junge Eltern verunsichert werden und wenn Aussagen gemacht werden wie, das ist schicksalhaft, wenn ein Kind an Masern stirbt, dann ist es schlicht und einfach falsch und grob fahrlässig und ich hoffe, dass das in diese Richtung bewertet wird. Das ist nicht schicksalhaft, das ist vermeidbar. Reinhard Mitter ist von seinen Theorien überzeugt, obwohl sie den Ergebnissen der medizinischen Forschung entgegenstehen. Ärzte, die Kinder an SSPE sterben sahen und immer wieder mit den lebensgefährlichen Folgewirkungen einer Maserninfektion konfrontiert sind, verstehen die Ansichten ihres Kollegen nicht. So auch die Impfexpertin Ursula Hollenstein. Es gibt genügend Infektionserkrankungen, die einen gesunden, robusten Menschen aus der blühendsten Phase seines Lebens reißen und umbringen innerhalb weniger Tage. Ich darf nur die Meningokokken als Beispiel nehmen, die gesunde Teenager aus der Mitte ihres Lebens reißt und innerhalb von 3-4 Tagen umbringt, ohne dass sie medizinisch irgendwas tun können. Das scheint da irgendwie vergessen zu werden. Auch die Masern, die betreffen ja im Endeffekt, wenn sie eine ungeimpfte Population haben, jeden. Krank, gesund, jung, alt, egal. Es ist so hochinfektiös, dass sich jeder ansteckt. Und es sterben auch nicht nur die Vorgeschwächten an den Masern. Und gleich Irrtum mit schweren Folgen. Eine Mutter entschied, ihre Tochter nicht impfen zu lassen. Das ist zermürbend für eine Mutter, wenn man sieht, was das Kind für Schmerzen hat. Ich habe genau gewusst, ich bin schuld. Ihre Tochter kämpft bis heute mit den Folgen der Krankheit. Ich habe überhaupt keine Sätze mehr gescheit bilden können. Also ich wollte ein Wort sagen und das war ein komplett anderes Wort. Die Grazerin Karin Jungwirth erlebte vor 18 Jahren, wie gefährlich die impfkritische Haltung eines Arztes sein kann.
Auf Anraten des Arztes ließ sie ihre Tochter Barbara nicht gegen Masern impfen. Eine Entscheidung, die Jahre später schwerwiegende Konsequenzen nach sich zog. Es war im Zuge einer Untersuchung, einer Routineuntersuchung in der Schule, wobei ich da gefragt habe, wie das mit Impfungen, Masern, Röteln und so weiter ausschaut. Und er hat mich insofern beraten, dass er gesagt hat, nicht zu viele Impfungen, nur vielleicht Tuberkulose, Kinderlähmung, die wirklich wichtig sind. Masern kann man bekommen, haben wir alle bekommen. Und das Allergierisiko erhöht sich mit jeder Impfung. Und da habe ich überlegt und beschlossen, Masern können die Kinder bekommen. Barbara Tutschek von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit überprüft laufend die Qualität von Impfstoffen. Impfstoffe zählen zu den sichersten Arzneimitteln. Wir haben es hier mit Gesunden zu tun. Da ist das Nebenwirkungsprofil sehr heikel. Und deswegen zählen wir zu den sichersten Arzneimitteln, da es eben in der Mehrzahl der Fälle an Nebenwirkungen zu sogenannten Befindlichkeitsstörungen kommt, wie Lokalreaktionen und allgemeinen Beschwerden wie Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen. Das ist etwas, wo wir sagen, dieses Nebenwirkungsprofil ist akzeptabel. Rund 3,2 Millionen Mal wird in Österreich jedes Jahr geimpft. Bei der Frage nach der Sicherheit der verabreichten Impfserien spricht die Statistik eine klare Sprache. Zwischen 2007 und 2016 wurden 19 Impfschäden registriert. Die Gesamtzahl der Impfungen in diesem Zeitraum betrug rund 32 Millionen Impfdosen. Barbara Jungwirth ist mittlerweile selbst Mutter. In 2 Wochen ist der Geburtstermin für ihr zweites Kind. Vor 1,5 Jahren erkrankte sie an Masern und musste um ihr Leben kämpfen. Zuerst bekam sie eine schwere Lungenentzündung. Nachdem diese ausgestanden war, diagnostizierten die Ärzte eine Gehirnhautentzündung. Ich habe eigentlich gar nicht so gewusst, in was für einer Gefahr ich mich befinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so, ich habe mich vor dem Spiegel geschminkt und ich habe auf einmal gemerkt, dass mir der Augenbrauenstift aus der Hand gefallen ist. Also es ist auf einmal alles taub geworden. Ich glaube, meine rechte Gesichtshälfte war das dann. Ist total eingeschlafen. Ich habe dann sofort meine Mutter angerufen vor lauter Schock, dass Mama, mein Gesicht schläft gerade ein und da stimmt was nicht. Ich habe überhaupt keine Sätze mehr gescheit bilden können. Also ich wollte ein Wort sagen und das war ein komplett anderes Wort. Auch die Gehirnhautentzündung konnte Barbara nach 1 Woche im Krankenhaus ebenfalls besiegen. Die Ärztin Ursula Hollenstein beklagt, dass Infektionskrankheiten wie Masern noch immer als Kinderkrankheiten verharmlost werden. Dieser Terminus Kinderkrankheit, der ja eigentlich nur bedeutet, dass man es als Kind bekommt, weil in einer nicht geimpften Bevölkerung die Erkrankungen sind so häufig, steckt man sich als Kind an. Danach ist man, wenn man es überstanden hat, lebenslang immun. Dadurch der Terminus Kinderkrankheiten nicht, weil es eine Kinderei ist. Die sind natürlich potenziell gefährlich. Mit einer Ratio von unterschiedlich von 1 zu 1000 bis 1 zu 10.000 können Komplikationen auftreten, die es bei Gott in sich haben, bis hin zu Todesfällen. Bis heute leidet Barbara unter den Folgen der Masernerkrankung. Migräne mit Aura heißt es. Also das ist eine eigene Form von Migräne eben. Man wird ganz benommen, kann man sagen. Man glaubt zuerst, man hat Kreislaufprobleme. Und stellt dann aber fest, dass man auf einmal keine richtigen Wörter mehr im Kopf findet und die Sätze einfach ganz falsch zusammensetzt. Und es geht dann weiter mit der Lähmung auf der einen Gesichtshälfte und im Arm und am Schluss dann mit dem starken Kopfschmerz. Man ist dann auch so müde, dass man einschläft und ein paar Stunden danach schlafen muss, weil man wirklich sehr fertig ist. Karin Jungwirth hat, während ihre Tochter im Krankenhaus lag und mit dem Tod rang, immer wieder an das Gespräch mit dem Kinderarzt vor 18 Jahren gedacht. Das ist für mich unverständlich, wie ein Mediziner so etwas raten kann, weil er muss ja im Laufe seiner Karriere mitkriegen, was Masern bewirken oder auslösen können. Das ist zermürbend für eine Mutter, wenn man sieht, was das Kind für Schmerzen hat und eigentlich nur eine Impfung, eine kleine Impfung hätte das
verhindern können. Ich habe genau gewusst, ich bin schuld. Zu niedrige Durchimpfungsraten, eine sinkende Impfmoral. Die Politik sucht nach Auswegen aus der Impfkrise. Zuletzt kam wieder eine Idee auf, die vor vielen Jahren ad acta gelegt wurde. Eine Impfpflicht, verordnet durch den Staat. Volksanwalt Günter Kräuter ist ein Verfechter dieser Idee. Leider haben die Informationskampagnen, die Aufklärungsinitiativen in der Vergangenheit nicht zum Ziel geführt. Ganz im Gegenteil, die Masernerkrankungen nehmen leider dramatisch zu. Die Volksanwaltschaft verlangt daher, dass man eine Impfpflicht einführt, damit hier auch Menschen geschützt sind, die nicht geimpft werden können. Die sind nämlich dann auf den sogenannten Herdenschutz angewiesen. Erstens, wie soll diese Impfpflicht umgesetzt werden? Zweitens, was sind die Konsequenzen, wenn Eltern ihr Kind dann trotzdem nicht impfen lassen? Was ich nicht möchte in Österreich, ist eine Lösung wie in Italien. Hier hat man wirklich ein sehr repressives System eingeführt, mit hohen Geldstrafen bis hin zu Kindesabnahmen. Das ist nicht notwendig. Ich glaube, man könnte das Instrument des Mutter-Kind-Passes hier sehr gut einsetzen und hier dann eine Durchimpfungsrate von 95% erreichen. Italien führte vor einem Jahr eine Impfpflicht ein. Wer sein Kind nicht impfen lässt, darf es nicht in den Kindergarten geben. Außerdem drohen Strafen bis zu 500 Euro. Für Südtirol gilt bis Ende des Jahres noch eine Übergangsregelung. Viele Eltern rufen zum Widerstand gegen das Gesetz auf. Die meisten von ihnen wollen ihre Kinder prinzipiell nicht impfen lassen. Es geht ums Wichtigste, was wir haben, ist unsere Kinder und die Gesundheit unserer Kinder. Und wir haben versucht, bei unserem Kinderarzt Informationen einzuholen. Wir haben dann gemerkt, dass wir da auf Wände gestoßen sind, auf Mauern, auf Verachtung, leider weil wir angefangen haben nachzufragen, auf Unverständnis. Und dann haben wir halt angefangen, uns einfach selber dahinter zu setzen, weil von den offiziellen Stellen einfach nichts gekommen ist. Wir sind dann einfach mehr zu dem Punkt kommen, dass für uns der Weg im Moment der ist, dass unsere Kinder nicht geimpft werden. Die Mütter beraten regelmäßig, wie sie sich gegen die Impfpflicht wehren können. Das Argument, dass Impfen der gesamten Bevölkerung zugutekommt, ist für sie nachrangig. Es geht ihnen um das Recht auf Selbstbestimmung. Also ich plane da konkret, dass ich mich wehre an vorderster Front, dass ich mir das nicht bieten lasse. Ich bin da überall dabei. Wir haben Unterschriften gesammelt, 15.114 Unterschriften in 4 Monaten, bei jeder Kälte, bei jedem Wetter. Wir sind eine Provinz, wo die niedrigste Durchimpfungsrate ist von ganz Italien, weil wir eben gesund leben, bewusst leben. Und ich werde mich wehren bis zum Gehtnicht. Also mein Kind wird deswegen aufgrund der Impfpflicht sicher nicht geimpft. Da wandere ich vorher nach Österreich aus, wenn die Impfpflicht dort nicht kommt. Unter den Südtiroler Müttern sind nicht nur überzeugte Impfgegnerinnen. Im Fokus ihrer Kritik steht die Einmischung des italienischen Staates. Es ist echt schön zu sehen, wie einfach der Zusammenhalt ist. Und eben, ich will noch mal sagen, da geht es nicht um Impfen pro oder contra, da geht es einfach wirklich um die Zwangsmaßnahmen. Und wir haben auch ganz viel Unterstützung von Mamis, die zwar ihre Kinder geimpft haben, die aber sich zum Teil auch wirklich zur Verfügung gestellt haben, zu sagen, du schau, dein Kind ist nicht geimpft, ich bin daheim, wenn du arbeiten gehen musst, ich schau drauf das Kind. Reinhold Holzer ist vor 40 Jahren nach Österreich geflüchtet, wie er es nennt. Der Grund? Italien hatte erstmals eine Impfpflicht eingeführt. Wir mussten vor Gericht und es wurde uns dann jetzt kurz gesagt, das Elternrecht entzogen in dritter Instanz. Wir wollten natürlich nicht, wie es schon passiert war damals, dass die Carabinieri uns die Kinder abholen und dann zwangsimpfen. Und wir sind dann nach Österreich geflüchtet. Wir sind nach Vorarlberg gegangen und haben dann Bescheid bekommen, dass Österreich uns ein Impfasyl gewähren würde, auch ein Begriff, den es nie gegeben hat. Und daraufhin haben wir aber dann Bescheid bekommen von der Politik aus Südtirol, die uns sichergestellt hat, der Landeshauptmann, dass wir zurückkehren könnten und uns nichts passieren würde.
Drei Wochen später war Reinhold Holzer mit seiner Familie wieder in Südtirol. Eine Geschichte, die ihn zu einer Identifikationsfigur der Anti-Impfpflichtbewegung macht. Rund 3000 Unterstützer haben sich dem Widerstand bislang angeschlossen. Die Bewegung organisiert er über Facebook. Er glaubt an einen Exodus, wenn ab Jänner das Gesetz zur Impfpflicht in Südtirol exekutiert wird. Wie das neue Gesetz gekommen ist, 17, waren die Eltern wirklich ganz aus dem Häuschen und haben gesagt, was machen wir? Keine Schule, eventuell Elternrechtsentzug. Und dann haben sich viele gemeldet, ja, du bist ja auch damals nach Österreich ausgewandert. Ja, wenn das Gesetz exekutiert wird und der Druck so groß wird, dann kann es natürlich sein, dass wir wieder die Idee der Auswanderung aufnehmen. Es steht ja noch alles. Und wir wurden auch von sehr vielen italienischen Eltern gefragt, ob sie sich auch beteiligen können an diesem Exilantrag. 130 Familien schrieben sogar Briefe an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, in denen sie um Asyl ansuchten. Franziska Bowe setzt indes auf organisierte Nachbarschaftshilfe, wenn es einmal ernst wird in Sachen Impfpflicht und ungeimpfte Kinder nicht mehr in den Kindergarten dürfen. Wir könnten in jedem Moment starten. Wir haben ein paar Mamis. Wir organisieren uns. Wir stellen uns eigenen Wohnungen zur Verfügung. Wir starten auf eine Art Nachbarschaftshilfe. Unabhängig von Strukturen, unabhängig von irgendwelchen Vorgaben oder irgendetwas. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass, wenn man Elternschaft bewusst lebt, eigentlich alles selber übernehmen kann. Wir werden uns der Erpressung nicht beugen. Und gleich ein Arzt im Fadenkreuz der Impfgegner. Die rote Linie war überschritten, als mir jemand geschrieben hat, wir wissen, wer du bist, wo du bist und was dir am liebsten ist. Südtirol ist eine Hochburg der Impfgegner. In Kastelruth wollen wir erfahren, wie die Bürger zur eingeführten Impfpflicht stehen. In Italien gibt es die Impfpflicht. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie es gut, eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Doch, ich finde es absolut positiv. Ich bin selbst auch geimpft und worden damals zu meiner Zeit. Und ich glaube, das ist das Richtige, also absolut für die Impfung. Meine sind schon erwachsen, aber ich bin nicht so federgroß für die Impfung. Also die ganzen Impfungen, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt die wichtigsten wahrscheinlich schon, aber die anderen würde ich alle nicht machen. Wir haben auch alle Kinderkrankheiten gehabt und haben sie auch alle überlebt. Also ich denke, das soll jeder selber entscheiden können. Also ich finde es gut, dass es zur Impfung die Leute gehen müssen, weil es sind ja viele Leute, die oder viele Kinder, die jetzt reinkommen ins Land und nicht geimpft sein und deswegen ist das wird immer angesteckt. Und irgendwann kommen wieder die ganzen Krankheiten heraus, was früher waren. Nicht? Die letzte Pflichtimpfung in Österreich war die gegen Pocken. Eine Krankheit, die in den allermeisten Fällen zum Tod oder lebenslangen schweren Beeinträchtigungen führte. Die hohen Durchimpfungsraten zeigten Erfolg. Seit 40 Jahren gelten die Pocken als ausgerottet. In den Archiven finden wir Bilder von Infektionskrankheiten aus einer Zeit, als es noch keine Impfungen dagegen gab. Bei der Kinderlähmung mussten Kinder oft über Wochen in einer eisernen Lunge am Leben erhalten werden. Danach führte die Infektion meist zu schweren körperlichen Behinderungen. Bilder, die in Vergessenheit geraten sind. Die meisten Kontinente sind poliofrei. Europa, Amerika ist poliofrei und große Teile Asiens. Aber wir haben die Erkrankung nach wie vor in drei Ländern, die noch nie poliofrei waren. Das ist Afghanistan, Pakistan und Nigeria. Das sind Menschen, die zu uns kommen. Das sind Viren, die auch wandern. Und die Chance, dass das wieder bei uns eingeschleppt wird, ist nach wie vor da. Wenn wir einen Zaun rund um Österreich ziehen, wie manche es ja probieren, und so wie eine Insel wären, dann hätten wir die Polio bereits weg. Dann müssten wir gegen Polio nicht impfen. Und auch für die Diphtherie ist bei uns längst verschwunden. Aber das sah man sehr schön damals, als der eiserne Vorhang aufging, als plötzlich die ganzen Diphtheriefälle des Ostens wieder zu uns importiert worden sind. Also Vorsicht, dazu glauben, was wir nicht mehr haben, ist damit auch verschwunden. Falls Kinderlähmung eines Tages wieder in Österreich ausbrechen sollte, sind wir sehr schlecht dagegen gewappnet. Die Durchimpfungsraten lassen bei Medizinern die Alarmglocken läuten. Bei Kindern unter einem Jahr haben lediglich 68% die erste Teilimpfung. Bei der zweiten sind es gar nur mehr 45%.
An der Deutschen Universität Erfurt hat die Psychologin Cornelia Betsch eine Studie über die Auswirkung der Impfpflicht durchgeführt, mit einem ernüchternden Ergebnis. Kurzfristig ist wahrscheinlich eine Lösung, die Impfquoten erhöhen kann, aber ich denke, wir müssen uns auch anschauen, über was für eine Impfpflicht reden wir eigentlich. Also in manchen Ländern geht es um eine teilweise Impfpflicht. Wir haben in der Studie zeigen können, wenn wir eine teilweise Impfpflicht einführen, also nur Masern zum Beispiel verpflichtend machen, dann sinkt die Impfbereitschaft für die anderen freiwilligen Impfungen ab. Vor allem, wenn ich etwas kritisch oder neutral Impfung gegenüber eingestellt bin. Das heißt, wenn wir Menschen einschränken in ihrer Entscheidungsfreiheit, holen die sich die bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit wieder zurück, besonders wenn sie eben etwas kritischer sind. Zu dieser Gruppe gehören auch Karin und Michael Posch. Die Wiener Familie will ihren Sohn Ben nicht gegen Masern und andere Kinderkrankheiten impfen lassen. Eine Impfpflicht hat ihrer Ansicht nach keinen gesundheitlichen Vorteil. Sie würde in ihren Augen vor allem anderen nutzen. Also persönlich finde ich es immer verwerflich, wenn man Leuten Dinge vorschreibt. Ich weiß, dass es das gibt in Australien oder auch in den angelsächsischen Ländern. Wenn man sich nämlich mit dem Thema ein bisschen weiter beschäftigt, sieht man auch, warum dort Gesetze gemacht worden sind. Weil dort große Pharmakonzerne sehr viel Lobbyarbeit geleistet haben und auch hier in Österreich sehr viel Lobbyarbeit leisten. Wenn man zu viele Gesetze hat in einem Land und zu viele Vorschriften, mit denen man halt einfach nicht einher kann, dann ist halt die Frage, sollte ich in dem Land weiterleben oder nicht? Karin Posch setzt ihre Prioritäten in Sachen Gesundheitsvorsorge anders als die meisten Ärzte. Für sie kommt es vor allem auf einen ganzheitlichen Lebensstil an, in dessen Zentrum die Ernährung steht. Ich finde halt, bevor man sich darüber Gedanken macht, ob man jetzt in Österreich Impfpflicht einführen sollte oder nicht, würde ich es mal super finden, wenn an Schulen gesunde Ernährung ein großer Punkt wird. Also wenn da jetzt vielleicht Programme gefahren werden zum Thema gesunde Ernährung, Gemüse, Vollkorn, vielleicht auch mehr in Richtung pflanzlicher Kost. Ihre impfkritische Einstellung haben sich Karin und Michael Posch angelesen, über Seiten im Internet und Broschüren. Und über diesen Film, der in der Impfgegnerszene als Leitfaden gilt. Zentrale Aussage, Impfungen sind nicht nur unnötig, sondern sogar gefährlich. Ja, du kriegst keine Nadel in deinem Popo. Nein, danke. Wir sehen das Ganze halt ganzheitlich. Wir leben vegan, wir engagieren uns im Umweltschutz, wir machen uns Gedanken. Und wenn man googelt, gibt es viel Nonsens. Man kann sich halt informieren und man kann halt nachlesen. Und man sollte halt nicht alles glauben, was halt von Ärztekammern oder von irgendwelchen Ärzten vorgeschrieben wird, weil das sind auch nur Menschen. Und leider Gottes Lobbyisten im Hintergrund. Familie Posch stieß auf die DVD, als sie sich im Internet über die Gefahren des Impfens informierte. Schon zu Beginn des Films wird Stimmung gemacht gegen medizinisches Wissen, Institutionen und Pharmakonzerne, die Impfstoffe herstellen. Die präsentierten Behauptungen sollen Angst machen. Zell-, Nervengifte oder sogar krebserregende Substanzen sollen in den Impfstoffen enthalten sein. Wir fragen nach, was hinter der vermeintlichen Gefahr von Aluminium und Formaldehyd in Impfstoffen tatsächlich steckt. Die Virologin Ursula Wiedermann-Schmidt ist weltweit anerkannte Expertin auf diesem Gebiet. Der Vorwurf, dass das bei den Impfungen ein Problem sein kann deshalb nicht sein, weil es minimalste Mengen von Aluminium in Aluminiumsalze eigentlich in Impfstoffen enthalten sind. Durch die Impfstoffe wird etwa, also ein ganz geringer Teil, etwa 0,5 Milligramm, bleibt nach einem ganzen Leben zurück. 0,5 Milligramm, ein verschwindend geringer Wert. Durch Nahrung oder Deos nimmt der Körper in einem Leben 35 Milligramm Aluminium auf, ohne dadurch gesundheitliche Probleme zu bekommen. Auch die Aussage, dass in Impfstoffen enthaltene Formaldehyd sei krebserregend, kann Ursula Wiedermann-Schmidt nicht nachvollziehen. Die Dosis macht das Gift. Ja. Es ist immer eine Frage, wie viel Kontakt man von einer Substanz hat. Und bei Formaldehyd ist es deshalb besonders fehlgeleitet, weil Formaldehyd eine Substanz ist, die der Körper selber produziert. Es ist ein Abbauprodukt im Rahmen der Eiweißversorgung. Und wenn man das im Verhältnis setzt zu den minimalen Mengen, die übrig geblieben sind von der Herstellung eines Impfstoffes, dann produziert der eigene Körper etwa 50.000 Mal so viel an Menge, wie in einem Impfstoff enthalten ist.
Die Leiterin der Spezialambulanz für Impfungen der Medizinischen Universität Wien weiß um die Verunsicherung mancher Eltern wie Karin und Michael Posch in Sachen Impfen. Die Frage ist eben nur, wie man dann die richtigen Informationen bekommt. Und da ist es unsere höchste Aufgabe, und das wissen wir von verschiedenen Studien, dass der Arzt ist wirklich die primäre Ansprechperson für den Patienten in dieser Situation. Und wenn man hier verabsäumt, sich die Zeit zu nehmen und zu erklären, was wirklich passiert, mit dem Immunsystem, wenn ich impfe, das wird auch oft völlig fehlinterpretiert. Wenn ich das verabsäume, dann gehen die Leute ins Internet oder dann unterhalten sie sich unter den Bekannten und plötzlich kommen diese Sorgen und unterschiedlichsten auch Fake News heraus, und das bedeutet dann zum Schluss eine komplette Verunsicherung, die die Leute eher abheilt. Die Behauptungen in dem Anti-Impf-Film, Artikel auf impfgegnerischen Seiten und die Beratung von Reinhard Mitter haben das Vertrauen der Posch in Impfungen zutiefst erschüttert. Trotz aller Erkenntnisse der modernen Medizin und den strikten Zulassungsverfahren bei Impfstoffen glauben die Eltern nicht an eine positive Wirkung von Impfungen. Sie wittern eine Verschwörung der Pharmaindustrie. Ich glaube, das ist ein Irrglaube zu sagen, peng, peng, ich hau mir ein paar Spritzen rein und alles ist gut. Mir kann nie wieder was in meinem Leben passieren. Das stimmt nicht. Und gerade Mediziner, und ich kenne viele gute Mediziner, ich kenne aber auch sehr viele schlechte Mediziner, die lernen halt etwas, die machen halt ihren Stiefel. Wie gesagt, es sind große Pharmakonzerne im Hintergrund unterwegs, die sich jede einzelne Praxis und jeden einzelnen Mediziner halt auch etwas bezahlen und ihn somit kaufen. Und dann ist für mich die Frage, ist das nicht sozial verantwortungslos? Philipp Schmidt hat sich intensiv mit der Welt der Impfgegner beschäftigt. Er weiß, welche Techniken sie anwenden. Im Internet und auch in sogenannten Aufklärungsfilmen. Also Impfgegner genauso wie andere Wissenschaftsleugner benutzen oftmals dieselben rhetorischen Techniken, um ihre Argumente in irgendeiner Weise überzeugend wirken zu lassen. Zum einen Verschwörungstheorien, das heißt, es wird irgendwie versucht zu kreieren, dass es eine geheime Verschwörung hinter all dem gibt, in der Pharmaindustrie oder auch in öffentlichen Behörden, von der die Öffentlichkeit gar nichts weiß. Das andere sind Fake Experts oder falsche Experten. Das heißt, man zitiert Leute, die vielleicht auf den ersten Blick wie Experten aussehen, einen Professortitel tragen, aber dann stellt sich vielleicht raus, Professortitel in Germanistik. Die dritte Technik ist Selektivität oder auch Rosinenpicken. Das heißt, es werden einzelne Datenpunkte aus der Gesamtheit zum Beispiel der Sicherheitsstudien herausgezogen und dann behauptet, seht selbst, dieser Datenpunkt zeigt doch, Impfungen sind unsicher. Man ignoriert aber die ganze Bandbreite all der Studien, die zu dem Thema publiziert sind, die genau das Gegenteil zeigen. Vor 7 Jahren mobilisierte ein eigenartiger Wettbewerb Impfgegner auf der einen Seite und Wissenschaftler auf der anderen. Der Biologe Stefan Lanker behauptete, das Masernvirus existiere gar nicht, sondern sei eine Erfindung, um Angst zu schüren. Er lobte ein Preisgeld von 100.000 Euro für denjenigen aus, der ihm die Existenz des Masernvirus in einer Studie beweisen könne. David Bardens war damals Medizinstudent. Er reichte den Beweis ein, doch Lanker verweigerte die Zahlung. Der Fall ging vor Gericht. Bardens Beweggründe waren damals nicht nur wissenschaftliche. Ein Mädchen aus seinem Freundeskreis verstarb an einer Hirnhautentzündung als Spätfolge einer Masernerkrankung. Ich werde so böse, ja, wenn jemand einfach unwahre Tatsachen behauptet, die andere in Gefahr bringen können. Das war ein Mädchen, was im ersten Lebensjahr angesteckt wurde, wo man noch nicht impfen kann. Es waren keine Impfgegner. Das war wahrscheinlich im Wartezimmer von der Arztpraxis angesteckt worden. Ist dann an den Masern erkrankt, ist wieder vollkommen gesund geworden und hat dann im Alter von 5, 6 Jahren ungefähr angefangen, sich zurückzuentwickeln. Hat Sachen verlernt, die es vorher konnte, ist immer öfter gestolpert. Hat Krampfanfälle bekommen und war am Ende ein Schwerstpflegefall und ist im Alter von 14 Jahren verstorben. Was diese Familien mitmachen, das ist unermesslich, unermessliches Leid für eine Familie, wenn einem Kind sowas zustößt. Und es wäre absolut vermeidbar, wenn diese Menschen aufhören würden, solchen Unsinn zu verbreiten. David Bardens hatte keine Ahnung, worauf er sich mit dem Prozess einließ. Schon nach dem Urteil in der ersten Instanz, in dem ihm das Preisgeld zugesprochen wurde, änderte sich sein Leben radikal.
In Internetforen wurde er zur Zielscheibe von Impfgegnern. Unter den Kommentaren auch immer wieder Drohungen. Schulmediziner, Pharma-Mafiosis, Politlobbyisten sind Psychopathen. Die müssen einfach weg. Welche Drohung hat sie am Betroffensten gemacht? Was ist da geschrieben worden, wo sie gedacht haben, da ist jetzt eine Grenze, eine rote Linie überschritten? Die rote Linie war überschritten, als mir jemand geschrieben hat, wir wissen, wer du bist, wo du bist und was dir am liebsten ist. Und gar nicht so viel mehr, sondern einfach nur dieses, wir wissen, wo du am verletzlichsten bist und da dann die versteckte Drohung, eines Tages wird dir irgendwie was in der Richtung passieren, was ganz schrecklich sein wird. David Bardens lebt heute in Schweden. Der Allgemeinmediziner trifft sich mit uns an einem Ort, der weit weg von seinem Haus und seiner Praxis ist. Er will nicht, dass Impfgegner Rückschlüsse auf seinen Wohnort ziehen können. Die Drohungen haben sein Leben verändert. Ich habe ja da immer Personenschutz. Und das habe ich auch heute noch, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und angekündigt bin. Und das ist keine geschlossene Gesellschaft. Dann habe ich immer Personenschutz. Und da ist natürlich schon immer so, dass man vorher mit dem Personenschützer durchgeht. Was macht man im Fall, dass jemand auf einen losgeht? Da muss man immer die Fluchtwege schauen und einfach die Location kennen und durchgehen und vor allen Dingen die Leute genau anschauen, die da auftauchen. David Bardens musste aus Angst vor den Impfgegnern nicht nur sein Leben ändern, auch die 100.000 Euro Preisgeld wurden ihm in zweiter Instanz vor Gericht nicht zugesprochen. Nicht etwa, weil das Masernvirus nicht existiert, sondern wegen eines Formalfehlers. Das, was dann am Ende dabei rauskam, war, dass die Person nicht dazu verpflichtet wurde, mir die 100.000 Euro auszuzahlen. Der Grund dafür war, dass ich 6 wissenschaftliche Publikationen eingereicht hatte, die zweifelsfrei die Existenz des Masernvirus bewiesen hatten und in der alle Anforderungen der Auslobung erfüllt waren. Allerdings nur in der Zusammenschau dieser 6 Publikationen und nicht in einer Publikation. Und dieser Biologe hatte geschrieben, wenn man ihm eine Publikation zusendet, in der die Existenz des Masernvirus bewiesen ist. Das heißt also, ich bin an einer juristischen Spitzfindigkeit gescheitert. Impfgegner feiern das Urteil bis heute als Sieg. Wir haben auch Stefan Lanker mehrmals um ein Interview gebeten. Auf seine Antwort warten wir bis heute. Wir versuchen, einen Einblick in die Welt des Stefan Lanker zu bekommen. Wer ist dieser deklarierte Impfgegner? Welche Theorien vertritt er? Wie finanziert er sich? Wir stoßen bei unseren Recherchen auf den Klein-Klein-Verlag. Ein Verlag, über den Lanker impfkritische Bücher vertreibt. Zum größten Teil aus eigener Feder. Der Masernbetrug. Impfen ist Gotteslästerung. Impfen und AIDS, der neue Holocaust. Oder Impfen, Völkermord im dritten Jahrtausend. Philipp Schmidt hat im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit die Geschäftsstrukturen der Impfgegner durchleuchtet. Oftmals wird öffentlichen Behörden oder auch der Pharmaindustrie ein reines finanzielles Interesse unterstellt. Auf der anderen Seite haben auch Impfgegner durchaus einen finanziellen Profit durch den Verkauf von Büchern, ihrer Meinung, durch den Präsenzstellen ihrer Meinung im Internet, aber auch durch das Anwerben von zum Beispiel Patienten, die eine ähnliche Gedankenwelt haben wie der Impfgegner selbst. Aufschluss über seine Einkommensquellen liefert ein zweiter Verlag, wissenschaftplus.de, bei dem Lanker als verantwortlicher Redakteur fungiert. Im Webshop werden diverse homöopathische Produkte und Kosmetikartikel, die bis zu 130 Euro kosten, verkauft. Auch ein Wasseraufbereitungssystem zu knapp 400 Euro wird angeboten. Und natürlich auch impfkritische Bücher. David Bardens hat sich mit Stefan Lanker und seiner Anhängerschaft intensiv befasst. Wir haben es hier nicht mit Eltern zu tun, die schwanken, soll ich impfen, soll ich nicht impfen, welche Nebenwirkungen gibt es, sondern wir haben es hier wirklich mit militanten Impfgegnern zu tun. Ja? Das sind teilweise grenzpsychotische Verschwörungstheoretiker, die
die unglaubliche Behauptungen aufstellen, die also wirklich glauben, dass Ärzte wissentlich und willentlich Menschen verletzen, dadurch, dass sie impfen. Die werfen mir zum Beispiel vor, ich wolle Kinder schädigen, dadurch, dass ich sie impfe. Nichts liegt mir ferner. Ja? Was habe ich für ein Interesse daran? Ich wurde als Desinformationsagent der Pharma-Mafia bezeichnet. Aus welchem Grund? Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage, sondern wenn ich impfe, dann tue ich das aus Überzeugung. Ja? Oksana Giesbrecht ist überzeugt, dass ihr Sohn heute noch leben könnte, wenn er als Baby nicht mit Masern infiziert worden wäre. Welches Leben hätte er gehabt? Also diese Frage, die habe ich bis heute. Micha würde 20 Jahre alt werden am 15. November dieses Jahres. Das ist so sein Jahr. Es gab einen Moment, wo er sagte, dass er ein Pilot werden möchte. Das ist bei mir sehr hängen geblieben. Er sagt, ich werde dann über euch schweben und fliegen und werde euch beobachten. Daran muss ich öfters denken, wenn ich so eine Spur vom Flugzeug sehe. Und das berührt schon mein Herz. Die Frage, glaube ich, wird mich mein Leben lang begleiten. Ne? Was wäre, wenn? Aber so ist es nicht. Ne? Es ist anders geworden. Und das ist so sein Weg, unser Weg mit dieser Geschichte. Und ich hoffe einfach, dass es einen Sinn hat. Einfach zu sagen, Masern sind nicht harmlos. So viel zu Schicksal. Michas Schicksal wäre vermeidbar gewesen, wenn das Kind, das ihn infiziert hat, geimpft gewesen wäre. Alle 6 Minuten stirbt auf der Welt ein Mensch an Masern. 10 Menschen während dieses Films. Vermeidbare Todesfälle. Kein Schicksal.